die funktionieren, das ist sowieso fast funktioniert, weil die machen sowieso immer noch selber das egal. Na, Daniel Lewis, das kann ich noch nie erkennen. Oh, krass, doch jetzt. Und vor allem, ich bin da jetzt. Ich bin Okay, guck mal, Jutta, deine Freundin. Und das nächste kann ich dadurch fördern. Und vor allen Dingen, jeder kann von den Erfahrungen, die ich gelebt habe und das, was ich selbst ausdrücke, zehren. Weil die Informationen werden weitergehen. Nicht Traktor. Sondern ganz einfach durch die körperliche Kommunikation. Und wenn einer präsent ist in meiner Gegenwart, wird er ganz automatisch von dem, was ich tatsächlich ausdrücke, aufnehmen. Und das ist das Wichtige, das unterschätzt man die meisten. Aber genauso geht es mit den negativen Konstrukten, die nehmen wir auch auf, ob wir wollen oder nicht. Und wir wissen ganz genau, wen waren wir noch drin, dann waren wir irgendwo drin und hinterher sind wir auch sauer oder aggressiv. Und weißt du nicht mal, wo das hergekommen ist. Wenn wir natürlich nach dem Konzert gehen, dann sollten wir uns gar nicht wundern, weil wir danach eher, wer weiß was, anderen Tagen und uns nicht wirklich gut fühlen, obwohl wir denken, da ist bestimmt ein Tag. Und das finde ich nicht. Aber es gibt ja Leute, die machen sich nicht klar, was da eigentlich passiert. Und dann ist ja auch die Frage, gibt es dann so Anhaftungen auch vielleicht von Wesenheiten, die wir gar nicht sehen können, wenn wir wohin gehen, die nachher an uns dran sind, dass man. Ich habe gerade schon mal eine Sendung über Dämonen gemacht, über diese Kräfte, diese Kraft der Gedanken. Und ich denke, das ist eigentlich so gerade ein leuchtendes Gegenbeispiel davon, denn dein Sender heißt ja Bewusst-TV. Und damit legst du ja den Schwerpunkt nicht so sehr auf das, was passiert, sondern es ist immer gemeint eine Ebene drüber. Und das. Also da würde ich dich auch gerne noch fragen, wie du das erlebst. Ich erlebe deine Sendung nämlich so, dass sich da auch etwas verändert oder dadurch, dass es eben um das Bewusstsein geht, ist es ja auch immer eine Balance, die du versuchst zu wahren, auf der einen Seite auf das aufmerksam zu machen, was nicht in Ordnung ist und was so rauskommt, aber auf der anderen Seite eben auch zu gucken, was an Positiven rauskommt, beziehungsweise wo der Weg lang geht angesichts des Negativen. Und du hast in dieser, ich erlebe es zumindest so, und du wirst dann gerne, ob du das auch erlebst, dass du noch vor einigen Jahren warst du wirklich der Vorreiter für diese aufklärenden Dinge. Und jetzt immer gibt es ja immer mehr Sender, die diese Funktion auch ausüben, was wunderbar ist. Und gleichzeitig ist es aber ja ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, auf die Missstände hinzuweisen, sondern du machst ja auch viele Sendungen und versuchst eben immer schon in jeder Sendung auch die Lösungen zu bieten. Und ich würde mir vorstellen, das ist für mich auch manchmal ein bisschen zweischneidend, dieses und denkst, ja, wie geht denn dieser Barocke aus? Wie erlebst du das denn? Es wird sich immer auch wieder ein Problem. Es gibt ja diese Licht- und Liebe-Fraktion, die immer sagen, wieso befasst ihr euch noch mit den negativen Dingen, macht doch nur das Positive, was ja auch einerseits finde ich. In gewisser Weise ist es richtig, dass ich meine Hauptaufmerksamkeit eben ausrichte, da wo ich hin will. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für viele Menschen noch nicht klar, in welchem Ausmaß wir hier manipuliert werden. Also deswegen haben wir viele Sendungen, wo wir auch immer wieder politische Entwicklungen angucken und sagen, aber nicht, wer wen gewählt hat oder so, oder wie viele Stimmen er gekriegt hat, sondern was dahinter steht und was für Pläne dahinter stehen. Und dass es wirklich Pläne sind, um abzuweisen, in dieses Bewusstsein zu kommen und das immer wieder klar zu machen und aufzuzeigen, guck mal, was da jetzt wieder in VWs war oder in Silvester, das war gemacht, damit wir in der Schwingung runterkommen. Egal, ob
wie viel jetzt im Äußeren da verletzt oder missbraucht oder Übergriffe waren, das ist nicht das Entscheidende. Und ob das jetzt nur in Köln war oder in anderen Orten oder nur in Silvester, das passiert ja eben vieles auch, was wir da mitkriegen. Das Entscheidende ist, dass diese Dinge von einigen Leuten in die Welt gesetzt werden, auch Terror. Und wir haben einige Sachen nachgewiesen, da ist eigentlich eine vollkommene Inszenierung. Das haben die Hochschulen zum Beispiel in Amerika, die Schulen, die Massaker von vorne bis hinten inszeniert. Wenn man die Videos analysiert, ist die Schule war geschlossen. Es waren gar keine Schüler da, das war alles vorgespielt, um die Leute aufzuwühlen und sagen, oh, wieder ein Amokläufer und da muss man jetzt endlich etwas unternehmen. Und dass die Menschen immer das, Gefühl kommen, das Leben ist unsicher und gefährlich. Und das ist gewollt, das wieder bewusst zu machen, das gehört dazu. Also immer sozusagen Liebe und das andere dann befassen wir uns gar nicht damit. Ich glaube, es muss immer wieder auch bewusst gemacht werden, dass wir manipuliert werden. Dann kann man natürlich eben sagen, dann kann ich bewusst auch sagen, okay, wenn ich manipuliert werde, dann lasse ich die jetzt manipulieren, aber ich lasse mich nicht mehr manipulieren und ich gehe jetzt meinen Weg. Es wird ja, wir haben ja hier auch noch das Gefühl, dass wir allein sind, Jutta. Und für mich ist die Frage an dich her auch noch, was für ein Bild hast du? Ich komme ja aus dem christlichen Elternhaus, da ist so die Vorstellung von lieben Gott sozusagen. Da kann ich beten, dass er mir hilft. Aber uns wird ja gesagt, eigentlich wir sind viel mehr als dieses kleine Ich, was jetzt hier sagt, lieber Gott, hilf mir. Sondern ist Gott für dich eine Wesenheit, die du anbetest oder sagst du, ich bin ein Teil davon oder wir sind nicht allein, gibt es Hilfe, vertraust du? Einzig in die Einheit, in die Quelle, alles Seins, also in die Quelle, die das hier erschaffen hat. Ich sehe Gott nicht wie eine menschliche Gestalt, eine Wesenheit, sondern ist etwas Neutrales, etwas Starkes, Neutrales, Lichtvolles, Liebevolles. Und das ist natürlich jetzt nicht wie eine Form zu beschreiben, wie eine Physik oder so, oder ein Körper, das ist nicht. Aber das finde ich auch unwichtig. Ich finde, es ist wichtig, dass wir wissen, es gibt eine Einheit, es gibt eine Quelle allenseits, und hier kann ich mit in Verbindung gehen und hier kann ich eine Verbindung schaffen, die mir hilft, mich hier in diesem Sein zurechtzufinden. Etwas, was mich nährt, etwas, was mich kräftigt und was mir zur Verfügung steht. Und es ist sicher, dass um uns herum ganz viele Wesenheiten sind, die uns auch helfen, hier in diesem Sein, die uns behilflich sind in dieser dichten Materie, in dieser Welt, des ganz starken herunterziehenden Effekt. Aber es gibt auch die andere Seite, und die andere Seite ist in die, dass wir tatsächlich das leben können, was wir wollen. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir Liebe und Licht sind, können wir das auch leben und ausdrücken. Und das ist wichtig. Und da gibt es die Wesenheiten, die uns auch wirklich hilfreich sind und uns unterstützen. Und wie viele Leute sagen, oh, da habe ich doch einen Engel gehabt, dass ich dann mit dem Unfall, wie ich davon gekommen bin. Und der hat gesagt, da bist du geschützt worden, sagen wir bei dem Unfall oder bei irgendwelchen Situationen im Leben. Und das ist im Sprachgebrauch drin. Und nur manch einer hat es vergessen. Man sieht sich isoliert, man sieht sich abgeschnitten und man vergisst, dass man in Begleitung hier in dieses Sein gekommen ist. Und diese Begleitung, oder derer sollten wir uns wieder bewusst werden, denn das ist die Wahrheit. Wir sind nicht isoliert, wir sind nicht allein, sondern wir sind in Begleitung bekommen mit unseren Helfern und unseren Beschützern. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der uns Kraft gibt. Denn die Jetzt-Situation kann eigentlich immer nur geschaffen werden, weil man uns isoliert festhält, isoliert von all dem, was etwas größer sein könnte wie der Körper. Und man versucht uns immer wieder in die Negation unseres Seinsausdrucks zu bringen. Immer wieder, um uns selbst herabzuwerten.
aber das ist nicht richtig. Wir haben Kraft, wir sind kraftvoll und wir müssen uns bewusst werden, wie und was wir leben wollen. Und dieses, wir müssen uns bewusst werden, wie und was wir leben wollen, ist ein guter Hinweis. Denn wenn wir nur das nehmen, wo man uns, möchte ich mal sagen, hin transformiert hat, dann sind wir unglücklich, sind nicht ausgefüllt, suchen uns irgendwelche Dinge, die uns ausfüllen sollen, egal wodurch, Sport oder irgendwelche Ablenkungen oder Geschichten. Und das bedeutet, dass wir halt nicht bei uns angekommen sind. Aber wenn wir bei uns angekommen sind, ist es ganz automatisch, dass wir ein erfülltes Leben leben können. Dass wir zufrieden mit uns sind. Ich bin immer noch unzufrieden, wenn ich etwas nicht erreiche und nicht schaffe. Und wenn ich die Benotung nur alleine sehe, in der Schule, die 1, die 2, die 3, oder beim Sport, oder dass ich der Erste, der Zweite und so weiter, dann ist das eine Deklassifizierung. Und diese Deklassifizierung macht ganz viel mit uns. Das heißt, wenn du nicht die 1 bist, oder niemand dich wie eine 1 oder den Gewinner präsentiert, dann bist du in der Negation deines Seins. Wir haben das ja mit dem Moritz auch offen gesprochen. Es sind teilweise gar nicht die Noten, sondern es ist auch dieses Umfeld in der Schule, dass man gemobbt wird. Und ich habe immer das, auch das Gefühl, ja, ich bin nicht gut genug und die anderen sind so sportlich und die sind so selbstbewusst und die und ich mache mich klein. Also diese Minderwertigkeitsgefühle wirken teilweise bis heute und da kann man zu arbeiten und so weiter. Ja, das stimmt. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass ich mir einfach bewusst bin, dass ich einzigartig bin. Und wenn ich einzigartig bin, dann kann ich nicht so sein wie der Nächste. Und wenn ich einmalig bin, dann kann es nicht sein, dass es ein Zweifel gibt, der genauso ist wie ich. Und dieses wird untergraben und ganz bewusst untergraben durch diese Art der Zensierung, erste, zweite und dritte Reihe oder was weiß ich nicht alles. Ich sehe diese Menschen damit Schwierigkeiten haben, weil das so in ihr Bewusstsein eingedrungen ist. Und das heißt, sie haben damit eigentlich eine Mehrheit von Nieten erlaubt. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn sie einmalig sind, sind sie immer Platz Nummer 1, immer haben wir die erste Position und immer den ersten Ausdruck von uns zu präsentieren. Und das ist das, was wir übernehmen müssen. Und da helfen deine Bücher sehr und eben auch, worauf ich hinweisen möchte, ist ja das, wenn man jetzt sagt, wieder Buchwerbung, man kann kostenlos immer auf deine Homepage gehen, da sind viele Texte, kommen auch regelmäßig aktuelle Texte und für mich ist es immer so, ich gucke immer, ist schon wieder neue Texte und ah toll, und dann gucken und dann denkt jemand, ach, das passt jetzt genau, das ist jetzt genau das, was ich brauchte. Und wie gesagt, das kann auf ichbinderweg.de ist das, ne? Oder EU gibt es auch. Kann man also bei Aktuelles gucken oder andere Texte, Hand aufs Herz ist zum Beispiel auch ja wieder ein Hinweis, dass man, ich muss auf mein Mikrofon aufpassen, dass man sich mit dem Herzen verbindet, dass da immer was passiert. Also es gibt bestimmte Mittel und Hilfsmittel, die wir haben, wir bekommen Hilfe. Es ist für mich immer auch wieder wichtig, das bewusst die zu bitten, weil es gibt die negativen Kräfte, die fragen uns nicht. Die kommen einfach rein und hauen uns was rein. Aber die positiven, die respektieren aber auch freien Willen. Und wenn wir nicht sagen, was wir wollen, dann sagen wir, ja, kann ich nichts machen. Also ist das für mich auch so ein wichtiger Aspekt, dass man darum bittet. Ja, das ist für mich ganz wichtig und das Hauptproblem, was ich damit habe, ist, dass ich immer wieder vergesse. Ich habe schon vor 30 Jahren ein Buch übersetzt, 2001 damals, das hieß Frag deine Engel. Und dann habe ich das übersetzt, fand das toll. Und habe dann, weiß ich noch genau, habe dann zum ersten Mal ganz bewusst meine Engel gefragt. Jeder von uns hat ja einzelne Erlebnisse, wo wir so merken, boah, jetzt, da war aber jetzt was. Und das kann ich, habe ich ganz stark erlebt. Aber man vergisst es wieder. Und ich erinnere mich, dass ich damals auf dem Fahrrad unterwegs und wie immer mit hohem Tempo, ne? Und habe dann nur so aus Spaß eigentlich gefragt, zu irgendein Problem, was ich so in meinem Leben setze, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kam sofort und ganz klar die Antwort, fahr langsamer. Und das war auf allen Ebenen wahr, ich bin fast vom Fahrrad gefallen vor Lachen, weil es auch für meine unmittelbare Gegenwart passte. Und es war so geworden und es passt bis heute immer für mich. Ich muss immer, bin immer zu schnell unterwegs. Und ich erlebe das so. Wir kommen hier rein in dieses Sein und vorher, bevor wir in dieses Spiel hier einsteigen,
sehen wir das alles ganz souverän und sagen, oh ja, und dann mache ich mir noch die Hürde und dann wähle ich noch schwierige Models und dann wähle ich noch das und das und bestimmt sich da so seine Sachen. Und wenn man dann hier drin ist, dann also ich habe mich als Kind so elend oft gefühlt und so allein und verlassen, dass man sich im Grunde gar nicht vorstellen kann, dass man nicht allein ist und dass man, bei mir ist es zumindest so, ich habe mich sehr stark daran gewöhnt, immer alles alleine zu machen und selber zu stemmen und ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse den Modus, obwohl ich schon so viele Erfahrungen hatte, wo ich mir dann auch gesagt habe, das vergesse ich jetzt nie mehr und von jetzt ab werde ich bei jeder Kleinigkeit immer mit meinen ganzen Eltern zusammenarbeiten. Die sind so präsent und ich kann sie regelrecht fühlen, sehen, in den Arm nehmen und mich bei ihnen bedanken und mit ihnen kommunizieren und es funktioniert. Aber es ist eine so starke Gewohnheit in uns, weil es uns ja auch von allen Seiten die ganze Zeit ausgeredet wird. Ich kann mich erinnern, als ich 5 Jahre alt war, hatte ich mal mit meinem Vater ein Gespräch, wo ich ihm so von mir erzählt habe, dass in mir alles golden ist. Und ich glaube, in den meisten von uns ist alles golden oder irgendwie jedenfalls sehr schön. Und dann hat mein Vater damals gar nicht böswillig vielleicht, sondern er war einfach so anders und gesagt, ja, das sind so Großartigkeitsfantasien, hatte ich auch als Kind. Und damit hat sich bei mir wirklich so ein Tor geschlossen, wo ich immer, wenn ich solche Erlebnisse hatte, auch von dieser Größe, dass wir eben merken in unserem Körper, dann kam diese Stimme, naja, das sind Großartigkeitsfantasien. Und ich merke, dass diese Manipulation nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Menschen, die ich kenne, ganz tief sitzt. Und es ist überhaupt nicht so, dass keiner solche Erlebnisse hat, wo man ganz deutlich merkt, dass man geschützt ist und dass man alles Mögliche hat, sondern wir vergessen es immer wieder, weil das andere so übermächtig ist. Und für mich ist die Hauptaufgabe, dran zu denken. Das ist immer, wo ich dran denke, bin ich schon auf dem Schneider. Aber ich denke immer nicht dran. So im Grunde, ich muss alles alleine machen und muss die Lokomotiven schieben. Und in dem Moment, wo ich dran denke, oh, das weiß ich, und da ist nur der Parkplatzengel irgendwie. Ja, dann bin ich schon, dann ist alles gut. Aber wir denken eben nicht dran. Das ist natürlich so, dass es für mich, ich sage immer wieder, das ist eine bewusste Arbeit, wenn ich eben, wenn ich nicht bewusst bin, dass es wie ein Alkoholiker, wenn sich nicht bewusst ist, dass ein Alkoholproblem ist, dann der denkt vielleicht, ich habe nur ein Problem ohne Alkohol, aber wenn es ihm nicht bewusst ist, dann kann er da auch nie was dran ändern. Es muss ihm bewusst werden, du hast wirklich ein Alkoholproblem, dann kann er sagen, okay, kann man auch so bleiben, aber er kann sagen, ich müsste eigentlich jetzt was machen, ob er es schafft, weiß man nicht, aber trotzdem fängt man dem Bewusstsein an, also Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, stimmt eben auch. Also wir machen uns bewusst, dass diese ganzen Manipulationen, auch dass wir uns minderwertig fühlen und denken, oh, ich bin nicht gut genug und nicht schön genug und nicht, ich bin auch nicht wert, geliebt zu werden und was bilde ich mir eigentlich ein, dass das alles Manipulationen von klein auf sind, die in meinen Zellen sitzen und das bewusst zu sagen, lasse ich jetzt nicht mehr zu. Ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich was Großartiges bin, aber ich bin sicherlich nicht unwürdig und nicht irgendwie ein schlechter Mensch, sondern ich finde, du bist was Großartiges. Ja, aber so, das kannst du mir sagen, wenn ich selber nicht glaube, nützt es nichts, aber eben das bewusst machen und dann bewusst immer wieder reinzugehen, in diese Größe. Ja, du beschreibst das ja eigentlich immer wieder, dass man sich verbindet. Kannst du das vielleicht nochmal konkreter machen? Also was wäre jetzt etwas, was der Zuschauer jetzt auch vielleicht regelmäßig machen können, was machst du morgens vor dem Aufstehen oder nach dem Putzen der ersten Zähne oder machst du vorher schon irgendwas oder so? Eigentlich versuche ich sofort zu meditieren, bevor ich alles andere mache. Denn wenn ich mit was anderem anfange, dann kommt immer noch das Nächste hinterher, was dann gemacht werden muss. Und dann wird es eng am Morgen. Aber wenn ich gleich meditiere, dann ist eigentlich der Tag gerettet, dann habe ich die Kraft, dann habe ich all die Reserven wieder voll, all das, was ich benötige. Und dafür ist es wichtig, dass ich mich verbinde. Einmal, dass ich gut geerdet bin, das ist sehr wichtig. Und dass ich in meine Größe reingehe, das heißt, dass ich mir bewusst bin, wer und wie groß ich eigentlich bin, und mit der Feinstofflichkeit zusammen, dass hier eigentlich mein höheres Selbst ist und mein höheres Selbst durch meinen Körper hier arbeitet. Das ist ganz wichtig. Es ist ein Bewusstsein. Und dann verbinde ich mich mit der Quelle. Das ist ganz, also für mich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ich auch die Kraft habe und in der Kraft hier in diesem Sein
auch arbeiten kann und sich manifestieren kann. Das sind so die Grundeigenschaften. Und dann versuche ich, das herzustellen, wie man überhaupt eine Kommunikation, Informationen hatte für mich oder meinen Lebensalltag und damit ich gestärkt in diesen Tag gehen kann. Und immer wieder in dem Bewusstsein, dass ich nicht bin. Immer wieder das Licht aufrechterhalten, indem ich mich im Licht sehe, in einer großen Lichtsäule, in einem großen Lichtschein. Und dass das Licht auch mit in die Erde reinreicht und bis nach oben ein ganz großes, kräftiges Licht um mich herum ist, das mich einhüllt und mir am Tag, möchte ich mal sagen, den Halt gibt, den Schutz gibt. Und das finde ich besonders wichtig. Und wenn ich es noch wirklich noch intensiver machen will, wenn ich aufgeregt bin oder so dabei, dann lege ich immer die Hand aufs Herz und versuche dann zur Ruhe zu kommen. Wenn ich einen richtigen Punkt habe, halte ich die Ruhe. Und das ist ganz automatisch, wenn ich das hier mache oder so mache oder so mache, weil ein Politiker sagt, halt mal die Hand aufs Herz, dann ist das Herz hier, manchmal schon da hinten. Also da ist es nichts und es sieht mir nichts. Also ich hier, ich bin wirklich nur im Punkt, das heißt, ich habe für eine das Mikrofon. Ja, das ist das Problem. Ja, entschuldigt bitte. Das hat uns gestört, aber wenn ich dann auf der richtigen Position bin, spüre ich die Ruhe, die mich durchströmt und die Gelassenheit. Und das hilft mir also, meinen Tag auch so entsprechend zu gestalten, dass ich mit mir im Bunde bin. Mit mir und in der Stärke und in der Kraft und in der Harmonie bin. Ich habe ja auch einen langen Weg da gemacht und früher war es immer so, dass ich dachte, ja, die anderen, die haben eine Verbindung, die hören dann Stimmen und irgendwie kriegen sie Antworten vom Universum. Und wir machen ja auch auf Seminare zusammen, wo ich zu dir komme und wo Meditationen sind. Und ich habe eigentlich immer noch nicht so, dass ich Stimmen höre oder dass ich so jetzt eine Antwort kriege. Aber es ist trotzdem eigentlich viel einfacher, diese Verbindung herzustellen. Eigentlich weiß ich sehr vieles in mir. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt darum eine Stimme höre oder irgendwas Licht aufleuchtet oder sowas, sondern es ist einfach, wir haben alle eigentlich eine Verbindung in uns mit allem, was ist. Wir haben auch Zugriff zu Wissen. Das heißt, wenn ich jetzt frage, was weiß ich, gibt es das und das, gibt es UFOs, gibt es außerirdisches, keine Ahnung, dann habe ich eigentlich in mir schon so ein Gefühl dafür, wie es eigentlich ist. Ist das auch was, wo du sagst, ja, ich höre jetzt auch keine Stimmen, aber dennoch ist es eigentlich viel einfacher, diese Verbindung, als man früher gedacht hat, dass das nur ganz große können, dass sie sich verbinden. Nein, das kann jeder, wenn man eben die Latte nicht so hoch legt, sondern vertraut, dass man eigentlich immer verbunden ist. Also für mich ist es ganz stark so, dass ich das Gefühl habe, ich hatte vorher einfach eine falsche Vorstellung davon. Ich habe mir das irgendwie so plakativ vorgestellt und so mit zwei Bölden, die irgendwie mit 70 Fäden sehen. Und es ist aber, wie es auch in vielen Texten halt, diese leise innere Stimme, die brüllen einen nicht an, sondern es sind feine Wahrnehmungen. Und man kann drauf hören oder auch nicht. Es ist erstens subtil und zweitens ist meine Erfahrung, eigentlich haben alle Menschen ganz viele Wahrnehmungen. Es ist nur eine Übungssache, ob man darauf achtet oder nicht. Und ich habe zum Beispiel mit Jutta die Erfahrung gemacht, wenn Jutta dann so erzählt, auf der Fülle dessen, was sie wahrnimmt, im Feinstofflichen, das ist immer wieder ein Moment, wo sie denkt, das kenne ich eigentlich, das habe ich auch schon gesehen. Aber es war nicht so plakativ. Aber ich habe nicht darauf geachtet oder ich habe mir nicht vertraut darin. Und je mehr ich mir darin vertraue, und so dieses wackelige Brett sozusagen mal gehe und sehe, wo es mich hinführt, desto mehr merke ich nicht, ich habe eigentlich immer schon ganz viel wahrgenommen, nur ich habe es weggeschoben, weil es halt nicht so laut war. Und mir hat ganz stark eigentlich zwei Dinge geholfen. Zum einen, dass ich jeden neuen Tagebuch schreibe und dann versuche zu üben, auch diese wackeligen Sachen aufzuschreiben. Und ich dachte das auch so, es kam mir so vor und naja, manchmal habe ich das Gefühl oder heute hatte ich den Eindruck und so und merke, dass ich so auf Nummer sicher gehe, dass gar keiner denkt, so nach dem Motto, wenn ich verrückt wäre, hätten die Stimmen mir das
eine Woche später merke ich, ja, das stimmte. Ne? Oder ich schreibe was auf und es kommt mir schon in dem Moment, wo ich aufschreibe, so ein bisschen, naja, Halbseiden vor und merke dann, oh ja, das habe ich mir eingebildet. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Das ist das eine, was mir ganz stark geholfen hat, das zu unterscheiden und zu merken, Mensch, ganz oft stimmt es. Und das andere, was mir geholfen hat und noch hilft, ist, das Problem ist ja, du sagst, wenn man dann unsicher ist, dann legt man die Hand aufs Herz und besinnt sich drauf. Das Problem ist bei mir, ich denke da nicht dran. Und ich habe dann phasenweise, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es nötig, stelle ich mir wirklich mein Handy so einen Wecker, sodass dann die andere Stunde oder ich kenne jemanden, der hat über das Herz alle 20 Minuten durchgezogen. Dann macht er so wie Parimitalin. Und dann versuche ich einfach nur dran zu denken, hey, ich bin nicht nur mein Körper, der hier versucht, seine E-Mails zu beantworten und seine Termine irgendwie zu schaffen. Ich bin viel, viel mehr. Ich möchte auch noch gerne was dazu sagen. Jeder eigentlich von uns ist in den letzten Jahren sensitiver geworden. Und das versucht man ja auch mit den Medien total zu überspielen und wegzureden. Aber wie viele Menschen wissen in dem Augenblick, wenn das Telefon klingelt, oh, das könnte ja der oder der, nicht weil sie verabredet sind, nur weil sie stören. Sie stören es. Und das heißt, sie sind sensitiv. Aber es wird weggedrückt. Und wie viele Menschen denken daran, ach, ich hatte so eine Vorahnung, oh, ich habe schon wieder Pop in den Seelen, und wichtiges ist ja, was passiert. Oder wir haben das andere. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und jetzt rufst du an. Und ich hatte so ein blödes Gefühl, dass da könnte etwas geschehen sein. Und bei den Kindern ist es eher so. Das ist nicht also etwas, was, möchte ich mal sagen, aus der dichten, grauen Materie kommt, sondern es ist aus der Feinstoffe. Und es ist in uns drin. Und wir wachen immer mehr auf. Und das möchte ich bitte nochmal ganz klar gesagt haben. Sie müssten uns nicht ständig beschallen und übertönen, wenn das nicht wäre. Aber es ist genau das. Die Leute werden sensitiver, werden gefühlvoller und haben ein Gespür dafür. Es muss nicht unbedingt das Wort sein, das ihnen gerade in den Sinn kommt. Das Betone in den Sinn kommen. In den Sinn kommen heißt, diese Information nehme ich auf. Nicht, weil es unbedingt eine Stimme wird, sondern weil es in den Sinn gekommen ist. Und das ist das Wesentliche. Die Beschallungen gehören dazu, den ganzen Tag alles immer auf Lautstärke, egal wo wir sind, auszurichten. Ganz einfach, weil die Menschheit wacher wird und sensibler wird. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir die auch nochmal hier in den Vordergrund heben. Wir werden also bestrahlt, das sind eben nicht nur die Fernsehsendungen, sondern nicht sichtbare Strahlung, die können wir gar nicht definieren, also die wirklich auch dazu da sind, dass wir auf Gedankenformen ausgesendet werden von Negativität, von Sorge, von Angst, von grausamen Dingen. Es passieren ja auch ganz, wir wissen das an Ritualen, ganz schlimme Dinge, die auf das Feld gesetzt werden, damit die Schwingung runterkommt, also da bewusst entgegengehen. So, ich will aber zum Abschluss vielleicht mal ansprechen, ihr macht beide auch oftmals noch so Sendungen quasi so über Skype oder über das Internet, du bist in Italien, du in Bremen und ihr habt, da kann man darauf hinweisen, wir setzen vielleicht einmal jetzt unter diese Sendung bei Bewusst-TV, aber auf deinem Kanal kann man mehr sehen. Ihr habt eine Sendung gemacht nach diesen Silvester-Übergriffen, wo ja alle irgendwie das Gefühl haben, Gott, wo führt das hin, das ist ja furchtbar und eben diese Sorge, wie geht das weiter, ganz stark ist. Egal, was einem passiert, wann und wo es einem passiert. Und es ist natürlich ganz schlimm, dass es einem passiert ist. Und es ist immer zu verurteilen mit den anderen. Aber egal, aus welchem Grund es fabriziert worden ist und wir es erlitten haben, am Ende muss ich in dem Bewusstsein mit mir sein und mit mir arbeiten. Und ich muss mein Leben wieder neu gestalten. Ich muss mein Leben wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich muss mich wieder finden. Ich muss mich wieder ausdrücken. Und das heißt, ich muss die Verantwortung für mich und mein Leben geben. Nicht das, was ich jetzt leben möchte. Das, was ich jetzt wieder ausdrücken möchte. Das, was ich jetzt für mich
Das ist ein Giant Peach, fällt mir ein, wenn ich nicht zu Ende geguckt.
Thank you.